Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben im letzten Part einen Mauzinger gefangen und noch ein paar andere Viecher, aber gute 8. Wow. Wollen uns jetzt zum nächsten Gebiet aufmachen. Das sieht aus wie eine Ruine. Oh. Ja, komm her. Ich möchte kommen. Stripoli. Du bist stark, aber hast einen komischen Beulentopf. Warum auch immer. Egal. Das tötet dich, oder? Kann das sein? Ja. Na gut. Wir werden wohl noch öfter auf dich treffen. So, Servo muss ich glaube ich erstmal weg. Von der Spitze. Servo bin ich eigentlich schon zufrieden. Für unser Team. So. Tauschen, Zwolok. Mit dir können wir noch ein paar Pokémon fangen, oder? So, was haben wir hier? Ah! Pientragi. So, Kopfnuss. Ich glaube, das ist Gift oder so, ne? Kann das sein? Na toll. So, Gegenschlag. Was war das nochmal? Geht dir mehr Schaden, wenn es wenig KP hat. Okay. Doppelkick. Oh, das bringt ja gar nichts. Okay. Das gefällt mir nicht. Aber wir können jetzt mal Gegenschlag testen, ob das wirklich was bringt. Oh, ist okay. Können wir mal aufhören? Zweimal, danke. So, das möchte ich gerne erstmal tauschen. Pampas, so jetzt ein bisschen was aus. Dann Pokéball. Ah, vielleicht doch beim Superball bleiben sollen. Erst mir noch im gelben Bereich. Aber war gar nicht nötig. Schön. Du kommst leider auch nicht mit. Aber ich mag dich. Ich glaube, Pientragi ist relativ stark. Glaube ich, war das. Sein Gift ist stark, aber es setzt es nur selten ein. Ist es richtig wütend, schlägt es mit einer Wucht zu, die selbst Autos zu Schrott verarbeitet. Gift und Licht, ah. Nö. Und du lässt doch erstmal weg. So, Stripoli. Komm mal her. Oh nein, mein. Oh nein. Ups. Du bist ja noch vergiftet. So, Kampf gegen Boden. Masse. Geschwindigkeit sind stark. Mhm. So, Kampf. Was haben wir denn so? Erdbeben. Dann kann er arbeiten. So. Ich versuche mal das direkt zu fangen, weil alles andere tötet ihn wahrscheinlich. Sehr cool.
So, Stripoli. Stripoli und Maschok treffen sich regelmäßig zum Muskelvergleich. Wer schlecht abschneidet, lässt sich danach eine Weile nicht mehr blicken. Aha. Ich setze es trotzdem auf Macho mal. Weil stärker. So, und dich wollten wir auch haben. Komm mal her. Wie der jetzt aussieht, finde ich seine Weiterentwicklung als. Was war denn das? Ein Geier, glaube ich, ne? Uah, ich weiß tauschen. Irgendwie unpassend. Aber naja. Mein Pampos ist, glaube ich, eh nicht das schnellste Viech. Von daher stört mich das gar nicht so. Können wir mich noch langsamer machen? Blickungslos, ja gut, das war klar. Effektiv. Gut, machen wir Rambas. Was bringt ihm das? Wenn er das immer wieder macht. Er hat's nicht überlebt. Na toll. Hätte nicht wenigstens irgendwie überleben können. So, was haben wir denn hier oben? Ein Schild. Das ist für Trainer. Du kannst Watte sammeln, indem du einfach die leuchtenden Pokémon-Nester in der Naturzone untersuchst. Wenn du das hier liest, heißt das, du bist schon weit gekommen. Nur weiter so und durchforste die Naturzone noch nach weiteren Nestern. Ja. Oh, dich haben wir auch noch nicht. Glaube ich. Volbit? Ne. Gargantis ist doch die Weiterentwicklung. Ah, ich vergesse es immer wieder. Ich muss irgendwie was dagegen tun. Ah, sehr wohl. Eisenabwehr. Shit. Psychokinese. Aha, warum jetzt ein Crit? Oh, sehr wohl, das war echt nicht nötig. Pelzebub, ah, der ist ja tot. Ups, das wollte ich nicht. So. Erstmal brauche ich jetzt einen Beleber. Beleber. Da. So. Unten Gegengift. Gegengift da. So. Jetzt kann ich die nochmal Reihenfolge wechseln. Aber eigentlich sollen sie nur ein bisschen leveln gerade. Wirkungslos Erdbeben. Ja. Das wird er wohl überleben, oder? Das ist mit dem Vieh nicht in Ordnung. Das hält nichts aus. Wirklich gar nichts. Wow. Da ist mit dir. Ich habe mir, glaube ich, noch nicht gefangen, ne? Was? Gladiantus. Galadiantri, so. Alles sehr effektiv. Na toll. Rambos. Wow. Das für ein Crit war es ganz schön stark. So, was kannst du noch mal? Sound. Was tut es? Spezialverteidigung sind stark. Ach, du Schande. Auch noch stark.
So, Pokéball. Der Fang ist. Da brauchen wir noch dieses Goldbit. So, Gladiantri. Es treibt Gegner mit seinen scharfen Klingen in die Ecke. Diese schärft es an den Felsen eines Flussbettes. Aha. Nö. Ist, glaube ich, auch alt. Die brauchen wir nicht. Wo ist Goldbit? Ah, Togemari. Nee, Togetemaru, oder? Wie das auch immer hieß. Togetemaru. Ah. Okay, Demaro. Ja, gar nicht so schwer. Du bist Elektro, das heißt, alles andere wird dich irgendwie töten. Wobei, warte mal. Wir einfach mal den Flugball aus. Das ist die erste Runde. Guck, das funktioniert. Guck mal, hab ich fast verpasst. Ja, nice. Hat sogar funktioniert. Togedemaru. So, der Schweif an seinem Rücken absorbiert Blitze und Angriffe von Elektro-Pokémon. Er speichert den so gewonnenen Strom in der Elektroschaden. Er speichert den so gewonnenen Strom in Elektrosch. Ach, Elektrotaschen. Ah. Auch du bist alt. Das weiß ich. So, die kommen wir da nicht durch, dann müssen wir hier runter. So, hi. Einen Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Jetzt sag nicht, du belebst sie wieder danach. Da habe ich mich ganz umsonst von Mina. Ja, wiederbelebt und geheilt und. Natürlich Pflanzen-Pokémon. Was ist mit dir? Nicht sehr effektiv. Ja, probier's. Ah, sehr gut. Pflanze hätte uns ganz schön zusetzen können jetzt. Ah, Pelzeburg Level 37. Schön. Und nochmal eine Gratis-Heilung. Warum nicht? Primano. Was war das denn? Wir wechseln trotzdem mal die Berlo. Ach, das fehlt mir. Ja. Egal. Nitroladung. Ich bin selber im Team. Wieso habe ich den Namen vergessen? Wow. Das bringt jetzt gar nichts. Angriff steigt. Spezialverteidigung, ja. Ist trotzdem jetzt tot. Nitroladung ist gut, weil es halt noch den Speedboost gibt, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn es meine Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Okay. Wieder zeigt sich, der Wert der Gesundheit wird erst erkannt, wenn sie angeschlagen ist. Hast du also jetzt nicht geheilt, ne? Okay. Du warst doch nicht so nützlich, uns zu heilen. Also uns selbst zu heilen. So, Goldbit. Bitte überlebe. Wie auch immer du das machst. Überlebe einfach. Wirkungslos, effektiv, Ramboss. Ich probier's. Ach, das Ding hält einfach nichts aus. Mano. Servo levelt echt gut, ne? Kann das sein?
Leuchtstein. Dieser besondere hell leuchtende Stein trifft manchmal Pokémon bei ihrer Entwicklung. Hilft. Ups, nicht trifft. Ja, komm. Oh. Leon. So, Stahl sollte jetzt nicht sehr effektiv sein. Deswegen mache ich das einfach mal. Das ist sehr effektiv, ernsthaft? Das ist Stahl, Stein eigentlich nicht, aber. Okay. Das ist ja, ja, doof gelaufen. Komm her. Ich brauch nicht nochmal. Sanaconda. Das ist die Weiterentwicklung von dem anderen Schlangenvieh, was wir glaube ich schon haben, ne? Sieht aber irgendwie merkwürdig aus, dieses Ding. Ja, ist okay. Gucken, ob wir es schon fangen können. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Oh, cool. Ja, das läuft ja heute mit dem Fang. Bis auf bei Golbit. Und Rihorn. Die wollen einfach. Die wollen einfach sterben. Sanaconda. Kann ich das drehen? Nee, schade. Er zieht es seinen ganzen Körper zusammen, kann es 100 Kilogramm Sand aus seinen Nasenlöchern feuern. Geht ihm der Sand aus, verliert es den Mut. Wow. Nee, danke. Dieses hässliche Ding möchte ich gar nicht haben. Hebt den Verteidigungswert eines Pokémon im Kampf stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Ja. So, mal hier hoch. Was haben wir hier? Nochmal einen Weg nach oben. Für ein Item. Warum nicht? Schmalhorn. Du verstaust das Item. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit seinem spitzen Horn. Diese Attacke trifft immer. Okay. Trifft immer. Bestimmt gut. Achso, nee, hier komm ich her. Dann einmal hier runter. So, geil wird. Kannst du bitte was aushalten? Ich bin ein wenig enttäuscht sonst. Nein, ja, es ist Pampas. Trotzdem, andere halten auch irgendwas aus. Weil wir können ja auch mal tauschen, ne? Sehr wohl. Letztes Mal haben wir mit einem Volltreffer dich knapp gemacht. Vielleicht überlebst du es diesmal ohne Volltreffer. Da wird ich mir bisher auch noch mal ein bisschen dichter dran. Spukball. Keine Wirkung. Wir probieren das einfach aus. Bitte kein Crit. Boah, gerade so. Ja, das ist gut. Das kannst du gerne weitermachen. So. Wir wissen, hier gibt es noch ein Rihorn. Aber auch nur unter besonderen Encounter, ne? So, auch ein Golbit haben wir damit. Sehr schön. Sie bestehen aus Lehm und existieren schon sehr lange. Einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen aneinander zu reihen. Bodengeist. Aha. Haben brauchen wir nicht unbedingt. Aha. Übertränke. Ja. Du bist. Gucken, was wir nicht haben möchten. Schwindlig. Oh nein. Oh, das war gar nicht so stark. Endspeicher wirkt. Aha.
Dann halt jetzt. Nochmal Schlangenblick. Aber das bringt ja das Schlangenblick wirklich nichts. Der Sound, wenn das immer passiert, irgendwie. Klingt ja merkwürdig. Schön, aber zwei Level-Ups. Ampros 44, Alter. Zwerg 43, Ampros wieder viel zu weit vorne. Im Verhältnis gesehen. Oh, warte mal. Was bist du denn? Sedimantus. Von Kiesling, glaube ich, eine Weiterentwicklung, oder? Ich glaube ja. Oh, Sedimantur. Uff. Ich weiß nicht, was gut. Oder was dich tötet. Probier's. Ist, glaube ich, Stahl. Ich hoffe, du überlebst das. Ja, ist gut. Verteidigung. Oh. Nochmal sinken. Das sinkt so ein. Steigt seine Geschwindigkeit. Toll. Ist irgendwie nicht ganz so geil jetzt. Aber wenn ich ihn nochmal angreife, dann ist er down. Hier ist er dabei. Ich hoffe, dass es funktioniert. Sehr gut. Ist die Mantel wohl gefangen? Sibanto, wenn die orangen Kristalle anfangen zu leuchten, ist Vorsicht vor spontaner Energieentladung geboten. Okay. Ich weiß gar nicht, was deine Weiterentwicklung war. Hm. Bestimmt irgendwas Cooles. So, ist noch so eins. Aber bevor wir uns jetzt hier großartig weiter bewegen, machen wir erstmal Schluss für heute. Wir haben einiges gefangen, also das hat sich echt gelohnt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.